Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um ein Experiment. Ich habe immer wieder Fragen bekommen, ob ich nicht mal etwas zu Lederbändern machen könnte. Verschiedene Herstellerqualitäten, aber der Markt ist so groß und unüberschaubar, dass das relativ schwierig ist. Aber ich habe mich entschieden, etwas über Lederbandpflege zu machen. Es ist für mich insofern ein Experiment, als ich meine Lederbänder üblicherweise trage und wenn sie nach 1, 2 oder 3 Jahren, je nachdem wie oft ich sie trage, durch sind, werden sie in aller Regel ersetzt, weil ich nicht so irrsinnig teure Lederbänder habe. Deswegen habe ich einfach mal überlegt, ich zeige euch ein Video zu Lederbandpflege, habe mir bei Amazon etwas bestellt, 2 Bänder ausgesucht, die aus meinem Fundus gewisse Tragespuren haben und habe, ohne das zu testen, einfach den allerersten Versuch durchgefilmt und zeige ihn euch jetzt. Ja, zunächst mal habe ich Bänder gesucht, die ein paar Tragespuren haben. Wichtig ist, dass diese Lederpflege in der Regel nur für Glattleder, also nicht für Wildleder, Rauleder, Nubuk und so weiter funktionieren. Die Bänder, ich weiß gar nicht, wie alt sie sind. Eins ist ein Hirschband, bei dem anderen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ist aber auch, glaube ich, nicht so irrsinnig wichtig. Um den Unterschied zu sehen, klebe ich jeweils eine Hälfte mit Tesafilm ab und werde nur eine Hälfte des Bandes bearbeiten. Da mich, wenn ich gebrauchte Bänder kaufe, eigentlich immer nur die Innenseite richtig interessiert, werde ich auch jetzt die Innenseite bearbeiten. Ich habe das, was ich jetzt mit der Innenseite gemacht habe, auch mit der Außenseite gemacht. Bei den Bändern, die ich hier habe, habe ich da keinen Effekt gemerkt. Auf der Innenseite ist das etwas anders, vielleicht weil die Bänder da etwas rauer sind oder vielleicht auch nicht so versiegelt sind. Ich habe mir im Internet Sonax bestellt. Und zwar einmal den Lederreiniger und dann auch die Lederpflege. Der Lederreiniger hat einen Pumpmechanismus, also kein CO2 drin. Es kommt so ein Schaum raus, den man mit einer weichen Bürste in das Leder einarbeiten soll. Ja, also habe ich mir eine weiche Zahnbürste besorgt und werde jetzt diesen Schaum entsprechend in das Leder einarbeiten. Ich bin wirklich sehr gespannt, was dabei rauskommt, denn wie gesagt, ich habe das alles nicht getestet und lasse euch jetzt quasi live an diesem Experiment teilhaben. Ein Bandelement werde ich unbearbeitet lassen, einfach um den Unterschied im Nachhinein noch einmal zeigen zu können. So, jetzt haben wir die erste Runde durch, aber ich werde das noch 1 oder 2 Mal machen, einfach um sicher zu gehen, dass ich auch einen Effekt habe. So, abwischen, gucken, was da für ein Dreck ist. Das ist wahrscheinlich nur die Farbe des Bandes, gar nicht unbedingt Dreck, sondern die Lederfarbe, die da ein bisschen durchkommt. Alles gut abputzen und trocknen lassen und das Ganze nochmal alles schön einreiben, einbürsten, abputzen und ja, Dreck oder Farbe, man kann es nicht so genau sagen, und das Ganze nochmal. Ich habe also auch die Laufzeit zwar verändert, aber ich habe nichts rausgeschnitten. Es sind wirklich die Durchläufe, die ich gemacht habe, ohne irgendeine Vor- oder Nacharbeit. Ihr seht tatsächlich exakt das, was ich mache. Gibt es hier noch eine saubere Stelle? Da haben wir noch was. Alles klar.
Ja, jetzt ist aber gut, Axel. Jetzt muss es reichen. So, aber hier. Ja, da ist auch ein bisschen was, aber deutlich weniger. Also es ist vielleicht wirklich die Farbe des Leders gewesen, die in das Tuch gegangen ist und weniger das, was in dem Leder drin war. Pflegen werde ich das Ganze mit der entsprechenden Lederpflege. Ich habe es mir mehrfach durchgelesen. Es hat nirgendwo gestanden, dass das Band vorher trocknen muss. Es war in beiden so beschrieben, als ob man das in einem Rutsch durchmachen kann. Also werde ich das auch genauso machen. Wenn das falsch war, schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Aber auf den Bedienungsanleitungen der beiden Flaschen stand da nicht drin, dass das Band zwischendrin trocknen muss. Also kommt jetzt die Lederpflege da drauf. Einfach ein bisschen auftragen. Das muss nicht so dick sein und nicht so viel sein wie bei der Reinigung. Auch hier einfach ein bisschen dünn drauf. Ah, da kommt nur noch ein bisschen Farbe runter. Interessant. Ja. Und das letzte Band. Bin gespannt, wie lange die Bänder dann zum Trocknen brauchen. Denn ich glaube, dass man erst dann wirklich sehen kann, was da passiert ist. So. Noch einmal kurz abwischen. Alle Bänder einmal abwischen und ein bisschen trocknen lassen. Ja, und jetzt geht die Warterei los. Jetzt kann ich das Tesaband abmachen, weil zum Trocknen brauchen wir das ja nicht. Und es hat auch einigermaßen geklappt. Eine Hälfte des Bandes ist bearbeitet, die andere ist weitgehend verschont geblieben von der Bearbeitung, von der Pflege und der Reinigung. Und ihr könnt auf der Rückseite des Bandes sehen, dass von der vorherigen Bearbeitung der Rückseite es da keine Flecken oder irgendwelche anderen negativen Spuren gegeben hat. Das heißt, die Farbseite, die Außenseite des Bandes ist für mich nach der Behandlung nahezu unverändert geblieben. Da habe ich keinen Unterschied gesehen. Bei der Innenseite wollte ich es euch zeigen. Also die Außenseiten habe ich im Nachgang gemacht, nicht bevor ich das hier gemacht habe. Das ist wirklich der allererste Versuch. So, jetzt. Wir haben jetzt 10:45 in der Nacht, der 12. Mai. Ja, jetzt ist es fertig und jetzt geht die Warterei los. 11:30, also die Uhren, ach Quatsch, die Uhren, die Bänder haben jetzt eine Viertelstunde ungefähr getrocknet. Bei dem helleren sieht man das schon deutlicher, aber auch hier sieht man schon, dass es etwas heller geworden ist. Ja, 4 Minuten, da ist auch nicht viel passiert, ist ja wohl klar. Ich denke, ich werde das Ganze über Nacht trocknen lassen müssen. Ich glaube, dass ich heute da nicht mehr viel sehe. Ja, jetzt sind wir fast 10:50. Und ihr könnt sehen, dass es immer noch nicht ganz durchgetrocknet ist. Das helle Band. Und der Schließenteil. Wenn ich es durchbiege, nee, es ist wirklich noch ganz offensichtlich ein bisschen feucht. Ein letzter Versuch für heute, 11:20. Aber auch um 11:20, also jetzt über eine Stunde Trockenzeit, wenn ihr das so wollt. Da ist immer noch
eine Spur im Band zu sehen, auch wenn ich das Band bewege und es versuche geschmeidig zu machen, bleibt die Naht und der Unterschied zwischen der bearbeiteten und der nicht bearbeiteten Seite sehr deutlich erkennbar. Das ist das Hirschband. Auch ein kleines bisschen bewegen. Mal gucken. Also das finde ich sehr schräg, denn oben ist jetzt die bearbeitete Seite und die sieht schmuddeliger und weniger schön aus als die unbearbeitete Seite. Bei dem braunen Band, da kann man gut drüber diskutieren. Oben ist jetzt die bearbeitete Seite und unten ist die unbearbeitete Seite. Ja, ich lasse es nochmal einfach über Nacht trocknen, um zu gucken, was dabei rauskommt. Jetzt haben wir den 13. Viertel nach 7. Die Bänder haben jetzt die ganze Nacht durchgetrocknet. Und jetzt kann man sehen, oben ist die bearbeitete Seite. Und in diesem Fall finde ich es sehr schön, finde ich gut. Und ich glaube, hier hat es wirklich einen positiven Effekt gegeben. Hier ist die bearbeitete Seite jetzt unten. Das finde ich gar nicht so gut. Das finde ich fast ein bisschen schmuddelig. Und bei der Schließe, ja, da sieht man auch, dass unten auf der bearbeiteten Ecke es ein klein wenig besser geworden ist. Ja, was ist jetzt mein Fazit? Ich kann kein eindeutiges Fazit ziehen. Bei dem braunen Band hat es mir ganz gut gefallen, bei dem blauen Band hat es mir nicht so gut gefallen. Ich vermute, am Ende bleibe ich einfach dabei, dass ich meine Bänder trage und dann irgendwann entsorge, denn das Ganze war jetzt doch ein leichter Aufwand, das Zeug hat Geld gekostet und am Ende hat mich das Ergebnis nicht wirklich überzeugt. Das heißt, für mich ist das nichts. Wenn ihr andere Mittel habt, wenn ich handwerkliche Fehler gemacht habe, schreibt es bitte gerne in die Kommentare, dann werde ich das nochmal probieren, nochmal neu machen, aber so wie ich es jetzt gemacht habe und so wie es die Beschreibung auf den Flaschen angegeben hat, ist das für mich in der Tat keine wirklich gute Lösung. Bis dahin, tschüss, euer Axel.